So, liebe Festgemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Heute wieder mit ihm und mir und seinem gelben Pullover und dem Baltic Double von, das ist diese Inselbrauerei. Uns da mal vorbereitet mit einem Flaschenöffner. Nein! Jetzt hau ich die Flasche auf den Kopf. So. Ich hab da dein Messer in der Hand. Das ist mir scheißegal. So. So. Wohlsein. Prösterchen. Bin mal gespannt. Ja, ich auch. 0,33 hat das auf jeden Fall. Ja. Und 8,5. Jo, nice. Könnte schon mal was. Ordentlich für ein Bier. Oh, Wohlsein. Auf jeden Fall herb. Ja, noch nicht mal nur herb, sondern das ist tatsächlich, das schmeckt tatsächlich schon ein bisschen sprittig. Also, ich finde, das ist auch sehr karamellig, malzig, aber mit so ein bisschen wie verbranntes Karamell auch. Ich habe noch nie Karamell verbrannt. Also, es tut mir leid. Geschmacklich gar nicht mal so geil. Das jetzt nicht. Das schmeckt jetzt ungefähr so, wie sich das anfühlt, dass jetzt wieder eine Bahn durch die Aufnahme fährt. Kann man nicht von der Bahn noch verlieren verlangen oder so? Nee, das ist die KVB. Von denen können wir nur nicht mal verlangen, dass die Bahnen, die nach 1948 gebaut sind, dass die noch pünktlich fahren. Ja, das sowieso nicht. Und am Ende auch noch Ticketautomaten irgendwo, um die funktionieren. Ich sag jetzt nichts. Also. Nee. Also, mein Biergeschmack trifft das überhaupt nicht. Meinen auch nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Biertrinker, aber nee. Da habe ich von der Inselbrauerei schon wesentlich bessere Sachen getrunken. Probieren sollte man es mal, aber... Ja, also das hier nicht zwingend, aber von der Inselbrauerei generell, da gibt es schon echt gute Sachen. Hatten wir auch schon diverse Sachen probiert, aber das ist... Ja. Ich würde sagen, das Ding kriegt ein zu ungefähr... Kauft es nicht. 4% irrigierten Daumen. Das war es dann aber auch schon. Aber es ist schön, dass eine Pappverpackung drum ist, da kann man das auch in Amerika auf der Straße trinken. aber wir sind hier nicht in Amerika. Wir sind glücklicherweise nicht in Amerika und wir sind auch nicht auf der Straße. Also von daher gesehen können wir es auch bleiben lassen. Richtig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest. Ciao.